Und hier können die Leute da noch ganz, ganz toll in die antiken Ruinen gehen. Gott, was werden die sich freuen. Na denn los. Baut sie schon mal fertig. Ich baue jetzt auch schon mal eine Straße hoch. Geht das so? Ist das gerade? Ich mag doch keine Kurven. Okay, aber muss funktionieren, wird funktionieren. Wir bauen außerdem noch ein weiteres Baubüro hier drüben hin. Denn wir werden hier noch sehr viel bauen. Und wir werden hier noch weitere Hotels bauen und unsere eigenen Leute hinbringen. Sie haben Wissenschaftler engagiert, um Ihren Freizeitpark zu entwerfen? Gut zu sehen, dass Sie neue Wege gehen. Es ist normalerweise das Marketingteam, das ein Projekt versaut. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Achterbahn? Aktivieren Sie den Arbeitsmodus Weltbestes G für mindestens ein Gebäude des Typs Achterbahn und empfangen Sie Touristen des Typs Abenteuerlustig. 7 von 25 haben wir. Na, da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir brauchen ja auch erst Kniete. Ohne Knete, Kohle, Mäuse, wie auch immer, geht gar nichts. Aber wir verkaufen wieder was. Boote, Saft und Kokosnüsse. Da haben wir einen Touristenhafen. Wie sieht's aus? Darf ich eigentlich mehrere bauen? Ja, tatsächlich. Das heißt, wir könnten umso mehr Touristen anlocken. Das ist gut. Komm ran jetzt hier. Ich brauch Geld. Dankeschön. Ach, Hüttendorf, Motel, Hotel. Ich glaube, ich baue mal ein ganz normales Hotel. Das kommt jetzt hier drüben hin. Und wir werden dann auch Busse hin und her fahren lassen und Parkdecks einfügen. Schneller Bau. Das kann ich nicht schnell bauen. Aber Häuser kann ich schon mal hinsetzen. Nee, Baracken nicht. Wir machen gleich eine Mietskaserne. Zieht bitte ein. Okay. Das wird schon. Hey, Präsident. Ich habe mir ein paar Schlagzeilen. Ja, ich werde die USA in die Botschaft einladen. Sind die beiden Botschaften jetzt eigentlich schon fertig? Ich glaube ja. Ja, perfekt. EU und USA. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsident. Aber ich fürchte, dass wir ein Problem mit Ihrem Papierkram haben. Es gibt einfach nicht genug davon. Typisch EU, ist klar. Aber keine Sorge, es ist noch genug Zeit, um beglaubigte Formulare auszufüllen. Ich habe Ihnen für den Anfang ein paar Büroklammern mitgebracht. Ich hätte gern eine Quittung. Büroklammern wachsen nicht auf Bäumen. Danke, dass Sie das getan haben, Präsident. Außerdem wurde niemand gefeuert und die Sponsoren sind zufrieden. Das ist Realpolitik. Mit einem Lächeln. Wenn es nach mir ginge, Präsident, würde ich trotzdem jemanden feuern, auch wenn man Leute erst anheuern muss, um sie zu feuern. So zeigen sie, wo der Hammer hängt. Das ist wie Texten für Gewinner. Aha. Ich will keine verborgenen Rollen aufdecken, ich will Kohle, und zwar ordentliche. Dankeschön. Wir brauchen keine Knete. Ich? Ja, ich kenne dich. Haben Sie hier an irgendetwas interessiert? Du kannst mir gerne schon mal ein paar Aufgaben geben, ist völlig in Ordnung. Ich kümmere mich dabei um den Rest. Und jetzt muss ich erstmal überlegen. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben jetzt 20.000. Wir kriegen hiermit neue Touristen. Hier ziehen Leute ein und werden auch arbeiten. Dum, dum, bum, bum. Da fährt ein Bus. Nein, ein Bauarbeiter. Oh, wie schön. Ein einzelner Bauarbeiter fährt die ganze Zeit mit einem Bus durch die Gegend. Ach, nee. Bin jetzt echt am Überlegen, das hier auch noch als Tourismusinsel zu nutzen. Oder das hier. Wobei, hier wäre es nicht verkehrt, dann hätten wir es wenigstens auf dem Weg. Und dann könnten wir auch noch einen Freizeitpark und alles hinsetzen. Wissen aneignen. Wir sind schon bei 1500 von 3000. Müssen noch die Spionageakademie bauen, das machen wir später. Wie ist das jetzt mit den Tourismusgebäuden? Bauen sie auf 5 verschiedenen Inseln. Das heißt, dann können wir diese Insel hier schon mal nutzen. Da kommt jetzt
auch noch ein Hotel hin. Am liebsten hätte ich dort schon ein schönes, großes Hotel. So ein Wolkenkratzer. Für 16 Zimmer ist ja eigentlich nicht verkehrt. Aber ist sehr teuer und kostet 20 Strom. Egal. Spaß kommt dann später dazu. Weiß gar nicht, ob die auch was zu essen brauchen. Wenn ja, baue ich einfach ein Fastfood-Restaurant. Wird schon. Wie sieht's aus mit Strom? Oh, gerade so noch im Strom drin. Wie schön. Ja, vielleicht sollten wir nochmal einen Spannungsverteiler mit hinbauen. Ein Umspannwerk. Eigentlich bräuchten wir sogar zwei, um bis nach hier hinten zu kommen. Hier wohnt auch keiner. Das wird auch eine Weile dauern, bis da jemand wohnt. Oh, wow, ist das eine Klerikerin? Voll retro. Ich spiele eine wissenschaftliche Paladin-Halbelfe. Nun gut. Präsidente, wir brauchen einige Dinge für unsere Forschung. Und unsere Spiele laggen, wissen Sie das? Oh, armes Kind, ich kenne Ihren Schmerz. Sorgen Sie sich nicht, ich werde einen Zauber wirken, der alles besser macht. Nein, das werde ich nicht. Denn wir beide haben in der echten Welt echte Probleme zu lösen, Präsidente. Ändert die Verfassung bei Medienfreiheit zu freie Medien. Ich finde ja die Anspielung hier auf irgendwelche RPGs total süß. Medienfreiheit erforschen und Flughafen bauen. Dann würde ich doch lieber den Flughafen bauen, denn das hat mir mit... Manchmal mache ich mir Gedanken über Ihre Beichte, Präsidente. Es könnte wohl einige Zeit dauern, all Ihre Sünden aufzuzählen. Den brauchen wir sowieso für unseren Tourismusindex. Sie können auch auf Nummer sicher gehen und ein paar gute Taten vollbringen, wo Sie schon dabei sind. Selbst wenn wir es nicht schaffen, Ihnen einen Direktflug in den Himmel zu ermöglichen, können wir vielleicht Ihre Zwischenlandung im Fegefeuer verkürzen. Danke. Die haben auch wieder einen bissigen Humor hier heute. Was ist los mit euch? Habt mal bessere Laune. Wir müssen noch so viel bauen und wir haben zu wenig Leute, die für uns arbeiten. Was für ein schöner Tag, Präsident. Ich soll jemanden retten. Kann ich das überhaupt mit diesem Teil hier? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur eine Schatzjagd machen. Vielleicht sollten wir das tun, solange bis wir irgendwas erforschen können. Raub, Schloss Neuschwanstein. Urlaubsdauer von und Gebühren für Touristen werden erhöht. Touristen bleiben länger. Erhöht alle Tourismusindexe, bietet Spaß für besuchende Bürger und Touristen. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, das Ding zu bauen, oder? Aktivierungs- und Unterhaltungskosten einer Verordnung sind halbiert. Aufstände greifen. Erhöht die Effizienz aller Plantagen und Hydrokulturen. Also entweder Himmelstempel oder Schloss Neuschwanstein. Was macht denn die Cheops-Pyramide? Erhöht die Baurate jedes Bauarbeiters um 50%. Blödsinn. Ich will Schloss Neuschwanstein haben. Dankeschön. Freue ich mich schon drauf. Achso, können wir das überhaupt rauben? Ja, hat nur 5000 gekostet. Super. Okay. Wir warten immer noch darauf, dass das hier alles fertig gebaut wird. Die Bauarbeiter kommen, sind unterwegs mit ihrem LKW und ihren ganzen Ladungen an Baustoffen, Rohmaterialien, wie auch immer. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht Handel treiben mit der ein oder anderen Supermacht. Wir könnten zum Beispiel an den Mittleren Osten Boote verkaufen. Bis zu 3.900, klingt gut. Wir produzieren zwar nicht so viele, aber wir können es definitiv in die Wege leiten und würden gleich plus 8 in den Beziehungen bekommen. So, dann die EU und USA. Bananen produziere ich nicht. Baumwolle auch nicht. Obwohl, Baumwolle? Nö. Felle produziere ich auch nicht. Gummi auch nicht. Käse auch nicht. Milch. Ich glaube, Milch produziere ich, oder? Ich habe Schafe. Davon wollen die auch nur 9.550. Nehmen wir. So, die Beziehungen zu den USA und zu der EU sind hervorragend. Wir können sogar um finanzielle Unterstützung bei der EU bitten. Ich hoffe, ich muss keine 20.000 Formulare dafür ausfüllen. Danke. Ja, ich muss noch sehr viel tun. Oh Gott, die ganze Liste ist voll. Flughafen müssen wir auch noch bauen. Ich bin froh, dass wir erstmal wieder Geld haben und wieder im sicheren Fahrwasser schwimmen. Und die Unterstützung ist relativ hoch. Freut mich. So,
So, das nächste Schiff kommt, bringt nochmal 10.000 dazu. Danke dafür, auch wenn es mehr sein könnte. Aber ich hoffe ja, dass wir uns irgendwann mit den Touristen über Wasser halten und nicht mehr auf die Exporte angewiesen sind. Das wird zwar noch eine Weile dauern, aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Hier kommt jetzt noch irgendwas zu essen hin. Am besten ein Fastfood-Restaurant. Ist immer gut. Aber es ist zu laut, deswegen stellen wir es weiter weg. So, da können jetzt jederzeit hingehen. Zusätzlich bekommen die Leute ein Parkdeck. Dass sie dann die Möglichkeit haben, hin und her zu fahren. Haben wir überhaupt eine Feuerwehr? Ich glaube nicht. Wir haben zwei Transportbüros, Forschungslabor und alles, aber keine Polizei, keine Feuerwehr. Das ist schlecht. Dafür sollten wir mal sorgen. 1225. Okay, ja, nee, das ist in Ordnung. Und dann stellen wir die Feuerwehr auch schön weit nach hinten, sodass sie dann auch bis nach hier vorne definitiv kommt und anschließend vielleicht sogar bis nach ganz hinten fährt, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Arbeitsplätze gibt es genug für die Leute. Hier arbeitet aktuell niemand. Wie viele Leute fehlen uns denn? 16 freie Arbeitsstellen. Na, nu aber los. Kommt nach Tropico. Bringt Arbeitskräfte mit. Vielleicht sollte ich erstmal warten, bevor ich irgendwas weiterbaue. Wir haben jetzt hier ein Parkdeck, wir haben da ein Parkdeck. Wir werden oben nochmal ein Parkdeck haben, dass die Leute dann auch jederzeit zurückfahren können. Das letzte Parkdeck, um genau zu sein. Bauen wir... Ja... Ja, auf diese Seite. So, bitteschön. Jetzt können die jederzeit überall hinfahren. Sind ein bisschen schneller unterwegs. Nummer 421. Oh, Präsidente, ich entschuldige mich für die Verzögerung. Warten Sie, hatten Sie nicht schon einmal die gleiche Nummer? Ich habe immer dieselbe Nummer. Wie dem auch sei, die wöchentlichen Vorschriften sind eingetroffen und Sie müssen für die Einhaltung einige Dinge ändern. Nichts Extremes. Versuchen Sie, Spaß an Vorschriften zu haben, das ist mein Motto. Bauen Sie nahe der Botschaft der EU ein Luxushotel. Ja, natürlich. Nein, ich nehme es bloß an, damit die EU nicht rumheult und werde später, wenn wir ganz gute Beziehungen haben, ablehnen. So, schöne Frachter hatten nichts gebracht, das ist nicht gut. Das könnte funktionieren. Ich bin kein Raketentechniker, aber ich habe Asteroid Miner gespielt und fast das dritte Level geschafft. Wow! Im Grunde brauchen wir mehr Antriebsdrohnen, als wir derzeit zur Verfügung haben, um Schloss Neuschwanstein in die Umlaufbahn zu kriegen. Ich habe, glaube ich, vergessen, die eine mitzubringen. Wir können sie im Dark Web kaufen. Wenn euch ein paar menschliche Milizen oder Milzen das als Zugabe nicht stören. Oder wir können welche bauen. Öl zu Zentrum für Cyberoperationen liefern, Elektronik rüberliefern oder 20.000 ausgeben. Wir warten noch. Ah, ich kann es nicht abbrechen. Verdammt. Nein. Okay, da muss ich jetzt Elektronik und Öl irgendwie rüberkriegen. Vielleicht müssen wir es importieren. Elektronik. Das heißt, man kann selber Elektronik herstellen. Elektronikfabrik. Nicht genug Geld. Verarbeitet Gold und Plastik zur Elektronik. Verursacht Umweltverschmutzung. Wie viel ist denn Elektronik wert? Waren und Preise. Hier sind die Boote aktuell das teuerste für 32.000. Und das war's. Waffen 15.000. Autos 28.000. Und Elektronik gerade mal 9.800. Und dafür Plastik? Plastik. Planken. Plastik steht hier nicht mal drin. Pharmazeutika. Kann das sein, dass Plastik unter irgendwas anderes läuft? Kunststoffe. 2.600. Viel zu wenig. Und dafür wird Öl dann auch noch verarbeitet. Wie grausam. Wir kriegen endlich wieder Geld rein. Die USA mögen uns gerade so. Wir haben aber noch zu wenig Geld. Keiner schickt uns Unterstützungshilfe, Entwicklungshilfe. USA, ihr könntet uns ruhig mal ein bisschen was abgeben. Wir tun so viel für euch. Dankeschön. Immerhin, jetzt können wir wenigstens eine Zeit lang überleben.
41 Touristen haben wir dazu bekommen. Die ziehen alle hier vorne ein. Roboter, Präsident. Sie sind der Grund, warum moderne Fabriken so gut laufen. Sie brauchen mehr Fabriken mit Robotern, um mehr Roboter zu bauen, die mehr Fabriken bauen. Und vielleicht auch ein paar andere Dinge. Roboter, Präsident, unbedingt. Wir brauchen jedoch keine Fabrikroboter mehr. Die sind Schnee von gestern. Wir brauchen bessere Roboter. Und das verlangt nach genau der Art von Forschung, zu der nur kluge Leute fähig sind. Also Medienfreiheit oder eine Farm modernisieren? Dann modernisiere ich doch lieber eine Farm. Ruf bei Intellektuelle? Das ist, glaube ich... Achso, nee, minus 5 Ruf. Ja, nee, ist richtig. Ja, die Intellektuellen werden schon mit anderen Dingen zufrieden sein. Wir werden jetzt einfach die Farm hier vorne modernisieren und dann ist gut. Für 3000. Na, ist okay. So, dann haben wir jetzt noch eine bessere Ananasfarm. USA hat auch noch Entwicklungshilfe geschickt. Danke dafür. Und wir kriegen gleich wieder 20.000. Alles ist gut. Und die Touristen, die werden auch dafür sorgen, dass das Geld reinkommt. Okay, hier brauchen wir noch andere Gebäude. Einmal bitte ein Wohngebäude, am besten eine Mietskaserne. Passt gar nicht hin. So, dass die Leute dann wenigstens hier drin wohnen und nicht in irgendwelchen Hütten um das Hotel herum. Das sieht schon relativ schäbig aus. Mit dem modernen Apartmentgebäude könnten wir tatsächlich jetzt noch ein bisschen Unterhaltung in der Nähe bauen. Fürchten Sie sich nicht vor meinem enormen Vermögen. Tue ich nicht. Ich soll eine Importhandelsroute mit dem Mittleren Osten erfüllen. Das kann eine Weile dauern, meine Lieben. Da müsst ihr jetzt warten. Ich muss jetzt erstmal Boote produzieren. Ah, hier ist ein Touristenhafen. Wo ist denn jetzt meine Werft? Da. 194 Boote haben wir. Wir könnten noch mehr Boote machen. Bräuchten Warenlager Stahl, Planken, Aluminium. Was? Seit wann brauchen wir Stahl? Ach nee, es gibt verschiedene Arten, Boote herzustellen. Wir haben die ganze Zeit mit Aluminiumboote hergestellt und jetzt auch noch mit Planken. Ah, das ist interessant, denn irgendwann sind beide Lager voll und dann können wir das Überschüssige dann auch noch verkaufen. Das ist gut, denn es ist dauerhaft voll. Vielleicht könnten wir sogar noch eine zweite Werft bauen. Dann würden wir noch mehr Boote verkaufen und noch mehr Geld machen. Ah, cool. Gesagt, getan. Schiffswerft bauen. Die baue ich sogar schnell. So ist gut. Planken passen rein. Komischerweise geht hier schon mehr, aber das ist, glaube ich, bei der Modernisierung mit drin. Schwerlastkran erhöht die Effizienz um 20%, erhöht die Arbeitsqualität um 10%. Schweißanlage. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Lager für 7680 Einheiten Aluminium und ein zusätzliches Lager für 3840 Einheiten Stahl. Die Schiffswerft kann Schiffe aus Stahl, Aluminium oder Planken herstellen. Das Gebäude benötigt 5 Megawatt Strom. Gut, also wir haben jetzt tatsächlich noch mehr Boote, die wir verkaufen können. Unsere Hauptexportlinie sozusagen. Ich hoffe, dass auch ganz, ganz viele Firmen oder Supermächte denn auch wirklich die Boote kaufen wollen. Oh, Präsident! Ja, ich habe ganz viele Wohngebäude gebaut. Jetzt ist Penultimo glücklich, ich bin's auch. Und wenn wir jetzt noch für ganz viel Arbeit sorgen, dann ist alles gut. Wie sieht's aktuell aus? 12 Arbeitsplätze sind noch frei, 3 Leute sind arbeitslos, wir haben 14 obdachlose Familien. Das wird sich auch gleich relativieren, denn wir haben die Mietskaserne gebaut, in der die Leute unterkommen können. Und das Ding kann weg. Dankeschön. Hier zieht aktuell keiner ein, das wird sich gleich ändern. Die Leute von dem Hafen können dort ins Parkhaus und dann rüberfahren. Das geht. Und ich will jetzt Geld haben. Ich brauche jede Menge Kohle, damit wir endlich ganz, ganz viel Unterhaltung hinsetzen können. Da kommt schon das neue Schiff. Wir haben noch nicht eine Sache eingelagert. Das gefällt mir gar nicht. Touristenschiff hat neue Leute gebracht. Danke dafür. Die ersten Boote werden jetzt in der neuen Werft produziert. Die anderen Boote werden erstmal rübergebracht. Und an dieser Stelle speichere ich und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit unserer Touristikinsel, die jetzt doch mehr mit Industrie zu tun hat als mit Tourismus. Ist egal, wir kriegen das hin. Bis gleich.